Der Hafen bebte wieder, hunderte elektronische Musikliebhaber strömten zu Winter Dance Beats 2012. Nachdem das Event im Juni bereits erfolgreich war, haben sich die Veranstalter dazu entschlossen, auch im Winter ein ähnliches Spektakel auf die Beine zu stellen. Egal ob Deep House, Techno oder Reggae, auf den Floors herrschte Hochbetrieb. Mit dabei waren DJ-Größen wie Anja Schneider von Mobile Records und der neue Superstar Panbot, um nur einige zu nennen. Warum es die deutschen DJs vor allem nach Innsbruck treibt, kann uns Promoter Uli genauer sagen. Warum es der Hafen geworden ist, weil ich liebe dieses alte Trashige einfach. Ja. Ich denke, der Hafen ist eine Institution hier in Innsbruck oder auch in ganz Österreich, der es am längsten ausgehalten hat, glaube ich, von fast allen. Ja. Und gerade der Besitzer auch, der Alfred Schmidt, ist einer, der wirklich Ahnung hat. Ja. Er ist nicht so der Mensch, der sagt, okay, wir buchen jetzt irgendwie einen Dubfire oder einen Karl Cox oder sonst was, sondern er sagt, okay Jungs, ihr habt eine Idee, aber es muss halt auch irgendwo eine schwarze Zahl hinten rauskommen, das ist ganz klar. Ja. Also eine Party ist eine Party, aber wir machen das auf der einen Seite for the love of the music, ja, und auf der anderen Seite auf jeden Fall auch, um irgendwo schwarze Zahlen zu schreiben. Ja. Ich bin das erste Mal hier irgendwie und ich bin aber relativ beeindruckt, für so, dass so eine kleine Stadt wie Innsbruck so eine riesen Elektro-Techno-Community hat. Und ich bin hier reingekommen vor 20 Minuten ungefähr und war erstaunt, wie viel hier noch los ist. Also von daher, ich habe einen positiven Eindruck. Ja, es ist auch das erste Mal für uns in Innsbruck. Wir freuen uns auf jeden Fall hier zu sein und das ist eigentlich der Beweggrund. Ja? Wir haben heute eine gute Party hier, eine gute mobile Party von unserem Label und ja, das ist unser Beweggrund. Patrick, was ist für dich das Besondere an der heutigen Veranstaltung? Ja, einfach, dass er zum Beispiel Bandport da ist und der Andreas Schneider einfach die Musik. Und die ganze Location haben sie super hergerichtet. Ich muss sagen, es ist echt eine super Veranstaltung, also taugt mir echt extrem. Die heutige Veranstaltung war der Hammer, echt mega geil. Also Anja Schneider und Florian Meindl war echt fett, richtig, richtig fett. Panbot fand ich jetzt nicht so gut, nicht ganz so gut, aber Anja Schneider war echt der Hammer. Mein Lieblings-DJ. Also Anja Schneider war für dich das besondere Highlight? Ja, richtig. Richtig. Was sagst du, wie machen die Innsbrucker Party? Die Innsbrucker machen gut Party. Also heute war echt mal eine Ausnahme, fand ich, weil sonst ist es nicht so gut. Aber heute war es mal echt mega fett, würde ich sagen. Wie findest du den Hafen als Veranstaltungszentrum? Ist mega geil. Ist riesengroß und ist einfach geil zum Party machen. Ja, ist eigentlich super, weil es verschiedene Veranstaltungsräume gibt und du kannst eigentlich in jedem Raum was Verschiedenes machen und das finde ich super. Und der Outdoor-Bereich ist auch cool. Wenn man runtergeht, sieht man einfach, die Leute haben Spaß und wir haben das schon bei Summer Dance Beats gesehen und würden auch sehr, sehr gerne mehr hier machen in 2013 und das werden wir auch tun. Dass der Hafen nach wie vor die Massen anlockt, hat Winter Dance Beats eindrucksvoll bewiesen. Tirol ist ein Partyland und wie man sieht, funktioniert auch Neues noch ausgezeichnet.